Das Attribut, das uns in besonderem Maße beschreibt, ist das kleine Wörtchen modern. Modern, damit ist auf der einen Seite natürlich gemeint das Schulgebäude, die Raumausstattung, die Lernmittel, die Medien, mit denen wir arbeiten, aber, und das ist ganz wichtig, aber auch die Pädagogik, die dahinter steckt. Und ich glaube, da sind wir Vorreiter, sowohl vor den staatlichen Schulen als auch vor anderen Privatschulen. Durch das viele freie und offene Arbeiten, denke ich, haben die Kinder hier wirklich riesige Möglichkeiten, sich so zu entwickeln, wie das ihren Gegebenheiten eigentlich entspricht, dem, was sie mitbringen, gerecht zu werden. Und das, finde ich, ist hier an der Schule eben eine tolle Sache. Guter Unterricht und der Umgang mit Schülern hängt immer an der eigenen Einstellung des Lehrers zum Schüler. Sind alles eigene Persönlichkeiten, die man respektieren muss, in die man sich hineinversetzen können muss als Lehrer. Und dann kann man gut mit ihnen arbeiten. Das ist ein ganz wichtiges Moment. Wenn ich vergleiche jetzt speziell meinen Unterricht von vor 30 Jahren mit dem Unterricht jetzt, dann ist das, glaube ich, ganz deutlich zu spüren, dass wir nicht derjenige sind, der vorne steht und erklären, guck mal, was ich hier mache, sondern dass wir die Schüler dazu befähigen, selbst zu machen. Und eigentlich irgendwo in den Hintergrund treten und den Schüler dazu bringen, ich lerne was und der Lehrer ist bei mir. Und das, denke ich, da sind wir an unserer Schule auf dem richtigen Weg. Wir sind eine Schule, die Profilrichtungen im Bereich Fremdsprachen, Naturwissenschaften und musikalische Ausbildung besitzt. Das ist einmalig. Und die erfolgreiche Teilnahme unserer Schule an Vergleichsarbeiten, an Schülerwettbewerben bestätigt uns da in unserer Arbeit.